Wir fahren jetzt hier auf den Chehalis River Recreation Site, auf dem Forestry Campground. Das ist die Einfahrt. Wunderschön durch den Regenwald zum Fluss hin. Alles grün. Man sieht also, es ist ein ganz gutes Stückchen weit weg von der Straße, obwohl das ja nur die Morris Valley Road ist, die ja sowieso nicht viel befahren ist. So, und hier geht es jetzt los mit dem Loop. Wir sehen hier die ersten Outhouses. Hier sind auch die ersten Camper, beziehungsweise das hier ist der Host. Auch diese Recreation Sites haben inzwischen alle einen Host. Hier lebt ja ein richtiges kleines Office hier sogar. Ist ja beeindruckend. So, dann wollen wir uns den Chehalis Recreation Site mal angucken. Hier ist unser Host, die Tana. Die hat uns hier mal reingelassen. Und da sehen wir schon den ersten Site, wunderschön mitten im Wald gelegen. Hier ist der zweite, im Moment ist nicht viel los. Aber die Tenne hat uns gerade erzählt, dass am Wochenende der ganze Platz voll war. Man sieht hier rechts und links die ganzen Sites, 18 Dollar kostet im Moment. Ein Site, das ist natürlich tatsächlich noch erschwinglich, allerdings gibt es auch keinerlei Service hier. Kein Strom. So, und jetzt merken wir schon, kommt langsam ein bisschen mehr die Sonne raus. Das heißt, wir kommen langsam näher zum Wasser. Tatsächlich einen Camper gesehen, aber ansonsten ist hier alles tatsächlich komplett leer. Also durchaus noch ein echter Geheimtipp, wenn man hier im Sommer unterwegs ist. Ich fahre einmal in so einen Campground rein, nur damit ihr sehen könnt, wie nah wir ans Wasser herankommen. Da geht's. Da sehen wir, da steht ein Camper, da vorne steht ein Zelt. Wir sind jetzt hier bei Site Nummer 29 angelangt. Da folgt noch die 30 und die 31 und die 32. Dann nähern wir uns auch schon langsam wieder dem Ende des Loops. Aber hier kommt man auch nochmal sehr schön direkt an den Fluss ran. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ja, in meinen Augen wunderschöner Campground. Chehalis River Recreation Site oder Forestry Campground. Mitten im Regenwald und so nah an Vancouver dran. 43. Zur Orientierung, hier haben wir wieder den Camper und das Office von dem Host. Hier kommt man jetzt wieder sehr nah an den Fluss ran, allerdings sieht man da die Brücke auch durch den Wald. Das heißt, hier sind wir jetzt auch wieder einigermaßen nah an der Straße und das sind hier unsere letzten Sites. Das sind die Nummer 53 und 54. 55 scheint im Moment nicht in Betrieb. Also kann man sagen, roundabout 55 Plätze auf dem Chehalis River Recreation Campground. Und wir verabschieden uns wieder.